Wo zum Teufel sind wir hier? Warum sieht Lucky aus wie Kane? Wow, dein Bart. Dein Bart ist ziemlich glorious. Wow. Du hast auch so einen Bart. Wow, dein Bart. Wow. Ja, cool, du. Wow. Sind wir wieder, wir fünf Leute. Wo ist David? Hier, neben dir. Nice Bart, David, auf jeden Fall. Guck mal, David ist der Einzige, der keinen Bart hat und deswegen sind Balaklava aber auch. Er schämt sich, der Bartlose. Mach in die Ecke mit dir. Wo ist unser Bot? Achso, der hier, ne? Der da. Der hat auch Mattenschubsen, wie du, Jockel. Komm mal. Warum guckt er. Jockels alter Charakter. Warum guckt er uns. What the? Achso, wow, ja. Hi, Jockel. Bring mal ihn um. Okay. Wow, okay. Ja, dann. Wollen wir vorgehen hier? Was machen wir überhaupt hier? Kann mir irgendjemand erklären, was los ist? Sieht ziemlich wintermäßig aus. Warum rennt ihr denn so? Könnt ihr mal auf Yelling stellen? Ja, ich hab das gerade auf Yelling gemacht. Check, hört ihr mich? Check. Climb the tower! Hello. Ja, hallo. Hallo. Test. Hier mit der Station sind wir jetzt fertig. Kommen wir zurück zur Basis, oder? Wie? Funktioniert unser Radio von allen? Was für eine Radiofrequenz habt ihr eingestellt? 4, 5, 2. Ich hab eine andere. Wie kann man den mal einstellen? Punkt 2. Wie kann man die einstellen? Steuerung P, ja. Und dann? Auf was stellen wir? Welche hat der drin? Ich hab 4, 5, 9, Punkt 2. Einfach. Wollen wir einfach 100 machen? Das ist relativ simpel für uns alle. Channel 1 und 100. Wie wär's damit? Jupp. Okay. Check, hört ihr mich? Check, hör dich. Ja, ist auch gut laut. Sehr gut. Jo. Okay, dann let's go. Alles klar. Warum rennst du so? Hauptsächlich, weil mir kalt ist. Ist dir etwa nicht kalt? Nö, geht eigentlich. Okay. Wo sind wir hier überhaupt? Sieht aus wie eine verlassene Militärbasis. So, das ist unsere Basis. Vor uns brennt was. Woher weißt du, dass es unsere Basis ist? Also, ich bin gerade da vorne irgendwo im Nichts gespawnt und urplötzlich. Ja, waren wir da. Wow, vor uns sind Leute. Hallo! Hallo! Hi! Oh jo, die bewegen sich. Hallo, guter Mann. Hallo. Hallo! Hallo! Hi, wir sind wieder zurück. Der läuft Bahn. Wir haben die Bohrprobe mit. Oh wow. Hey, der Typ sagt hier übrigens, we need all stuff ready because the storm is incoming. Yesterday was bad, we barely improved electricity. Ein Sturm kommt, ja? Ja, ich weiß, sorry. Okay. Aber unser Bot-Kollege, der muss es doch auch hören. Oh, guck mal, hier sind Kisten. Okay. Kann ich irgendwas looten? Ich glaube nicht. Entschuldigung, darf ich sie looten? Aufteilen! Wurden gerade erst hier hingesetzt, ja? Durchkämmt die ganze Wüste. Schneewüste. Oh, warte mal, wie wär's, wenn wir das brennende Wrack untersuchen, hä? Huh? Oh, das ist. Hey, ich hab was gefunden. Hier im Verräterhäuschen. Oh, super. Hier liegt ein Toter. Hallo, Freunde. Ich glaube, die reden nicht mit mir. Ist einer von unseren Männern? Ich weiß nicht genau, was hier los ist, aber auf jeden Fall ist hier ein brennender Helikopter. Lucky hatte nicht gelogen, als er gesagt hat, dass hier irgendwas abgestürzt ist. Das war ich, aber ist okay. Good job, Lucky, übrigens nochmal, dass du gesagt hast. Oh, hier sind Waffen. Hey, hier ist ein Hund. Oh. Okay, die wollten den Hund töten und haben den Helikopter in die Luft gesprengt. Wie bitte? Ja, die wollten den Hund töten. Au. Übrigens, Vorsicht, nicht zu nah an den Helikopter. Mir wird gerade gesagt, warte mal, they tried to kill a dog with a grenade, but mistakenly blew the helicopter. What the fuck? Ja, genau. Hat jemand Granate? Warte mal, it seems that they are Swedes. Swedes? What the fuck? Sind das die Schweden? Look at who they are and where they came from. Maybe they need some help. Hier liegt übrigens noch eine Vermin. Also ich bräuchte auch noch eine Waffe. Ja. Hey, hier steht ja ein Helikopter. Funktioniert der? Vielleicht, ja. Mir fällt gerade auf, dass ich... Oh, ziemlich bouncy. Vorsicht, Tele. Also so ist alles mit dem in Ordnung. Wir bauen es nur ein bisschen. Okay. Oh, komm mal hier, Jockel. Oh, das kann ich looten, schon gut. Ja, die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Ich meine, wir haben eine Aufgabe. Schweden, die wollten den Hund umbringen und haben dabei einen Helikopter in die Luft gejagt. Wir scheinen nicht so kompetent zu sein.
Oder wir nehmen den Fennec. Oh, hier ist was drin. 2 MK20. Wirklich? Kann aber irgendwie ins Haus nehmen. Interessanterweise wird bei mir noch nicht mal angezeigt, dass da irgendwas drin ist. Echt, hier ist was drin? Ja, das hab ich aber auch. Warte mal, da steht, dass wir Fuel vom Helikopter nehmen müssen, um damit fahren zu können. Doch, ich hätte gern die Waffen, die da drin sind. Bei mir sind da noch nicht mal Waffen drin. Was ich gefunden hab! Ey, Quad! Da sind noch zwei weitere, insgesamt 3. Jetzt. Wo hat eigentlich David die Waffe her? Oder wer ist das hier? David, ja. Nö, ich hab keine Waffe. Wo ist sie denn her? Die lag da, so, im Helikopter. Ach was, ernsthaft? Oh. Ja, die haben in dem Verräterhäuschen auch ein kleines Büro drin, ne? Ein kleines Büro? Mal reinschauen. Ein kleines Büro. Oh wow, wirklich? Oh, hier liegen noch Informationen für uns. Wo sind die? We lost signals from all stations. The last message we received from the Dome Station is that the storm approaching us. Oh fuck, wow, das sieht ziemlich gut aus hier. Hat noch jemand Hunger? Ja, so ein bisschen. Dachte mir schon fast, David. Gee. Seid ihr jetzt alle bewaffnet? Nein. Oder habe ich eine Waffe? Guck mal, habe ich eine Waffe? Nein. Nee, aber aus dem Grund ist hier... Wow, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, aber wir sollten gleich mal zu der anderen Station fahren. Irgendwie gibt es da Probleme, oder? Okay, aber wo ist die andere Station? Keine Ahnung, muss ich die erstmal gucken, was unser Funk ist. Nordosten. Nordosten, okay. Das ist die Dome Station. Okay, ja, ich versuche gerade so wenig Karte wie möglich zu benutzen. Okay, Jungs, dann lassen wir uns unverzüglich weiter, ja? Nicht lange aufhalten. Alles klar. Oh. Windows, nobody talks to anybody on this entire contingent. What do you want to reach someone? Somebody? Warum steht da unten irgendwas von Windows bei mir? Ich glaube, das ist der Typ oben. Das ist, glaube ich, der Typ hier oben im Tor. Funk funktioniert nicht. Komm, Jungs, wir nehmen die Quads. Auf dem Weg. So schön luftig. Jockel, Alter, willst du einen Helm aufsetzen oder so? Was ist, wenn du mal hinfällst? Ich hab keinen. Oh. Da vorne liegen ein paar Leute mit Helm. Kannst du nur mitnehmen. Und ich bin über meinen Balaklava gelandet. Komm her. Vorsicht! Einsteigen, Jungs. Komm, ich fahr bei Jockel mit. Alle da? Nee, leider nein. Wir hatten nur 3 Stück. Dann können wir direkt im Zweierteam losfahren. Jockel, warte, ich komme. Okay. Alles klar, gib Gambo. Wohin? Nordosten, laut Davids Angabe. Nordosten, ja. Ich wir sollen uns vielleicht ein bisschen beeilen, der Sturm kommt gleich. Ich hab ein GPS. Oh, sehr gut. Sir Lucky, warte auf Ihren Auftritt. Wo sind Sie? Oh, Jockel, guck mal, was ist das denn hier? Kannst du kurz anhalten? Gleich warten wir, Fennec. Jo. Ah, Jungs, wir haben gerade in unserer Base noch was gefunden. Was auf jeden Fall nicht normal ist. Im nördlichen Teil. Hier ist ein Eingang, Jockel. Oh. Dogs are locked inside. Oh, wir haben die Hundehütte gefunden. Nette Hundehütte. Kann mir jemand erklären, warum man einen Hund mit einer Granate umbringen wollte? Vielleicht können wir uns in der anderen Station was noch zu sagen. Gute Idee. Vielleicht war die Munition alle. Warum? Vermutlich. Wer von euch hat da gerade eine Granate hingeworfen? Ich. Achso. Ja, Jockel, auch Ressourcen zu verschwenden, danke. Ja, Jockel, wirklich. Du musst nicht gleich 2 Granaten hinwerfen. Die eine, die Fliegen geflogen, direkt an meinem Kopf vorbei, ne? Jockel, ich weiß nicht, wo ich mich festhalten soll. Ah, warte, schon gut. Ich halte mich nicht an der Hüfte fest. Ja, hier sind überall so Stangen. Ah, okay. Das geht dann schon. Ja, Denne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann nicht weit sehen. Immer den Lichtern hinterher. Okay.
Welche Lichter? Mein. Oh. Wie wär's damit, wenn du mal ein bisschen Gas geben würdest? Ich fahre so schnell ich kann. Ja, die Dinger sind voll langsam. Vielleicht besser für David. Ja, ich hätte die zusätzliche Ration heute nicht essen sollen. Wieso wird er schlecht? Ich rede vom Gewicht. Oh. Wenn ich schlecht werde, liegt an Davids Fahrtwiss. Könnte ein bisschen hügelig werden übrigens, meine Freunde. Gut, dass du so ein guter Autofahrer bist. Oh, bleibst du nicht einfach. Oh, David. Sorry, geht ein bisschen steiler unten hier. Bitte geh noch nicht. Bleib noch ein bisschen hier. Ich will dir noch was sagen. Wuhu! Wow, okay! Oh, yeah. Wow! Oh, ey, was ist da links? Schnee. Zwei Container. Oh, wirklich? Ja. Lass lieber auf der Straße bleiben, oder? Also ich habe die Container nicht gesehen, möchtest du gehen? Was für eine Straße? Oh, Verzeihung, lass lieber auf dem Weg bleiben, wie wär's damit? Lass lieber auf direktem Weg bleiben zu der neuen Station. Das mach ich damit. Ja, wir untersuchen das jetzt erst, oder? Na gut, komm. Ja, scheint mit der Station zu sein. Oh, tatsächlich. Wollen wir mal nachfragen, was los ist? Ja, ist jemand hier. Sieht eher so aus, wenn die Tür verrammelt wurde, Jockel. Oh, warte mal. Schau mal kurz aus. Leer. Hm. Ich hab eine Option bekommen. Was ist eine Option? Weiß ich nicht. Ist mir kurz aufgeploppt hier. Moment, vielleicht Tür öffnen? Irgendwo hier im Fenster. Vielleicht ein Rucksack von jemand? Das kann auch sein, ja. Na komm. Ich übernehme. Die ganze Zeit funken, oder? Korrekt. Doch. Hallo? 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 Autsch. Entschuldigung. Oh, warte mal, ich kann überhaupt nicht lesen, wie schnell wir fahren können damit. Schon besser. Ja, korrekt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die wollen uns verarschen, Jockel. Ich glaube, wir wollen uns abziehen. Nicht funken, Jockel! Wir überreden geheime Sachen! Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich vertraue David und Lucky wenn nicht. Die sind eigenartig geworden. Ja, die wollen uns abziehen. Ja! Wollte abziehen. Ja! Ja! Ja, richtig. Außerdem, verdammte Scheiße, warum sind wir hier zu viert? Auf irgendeinem verrückten Planeten mit denen, ne? Wir sind so unter Einsatzgruppen, Jockel! Jockel, fass bitte nicht meine Hüfte an, okay? Halt dich bitte hinten fest, danke. Oh, okay, okay, okay. Aber mir ist so kalt. Mir ist auch kalt, Jockel, mir ist auch kalt. Hey, du hast einen Helm gefunden. Hast du einen Helm mitgenommen? Wow. Sicherheit geht vor. Korrekt. Und? Schon was Neues in Sicht? Oh Gott, ich bin jetzt hier, ne? Oh, hier ist ein Krater. Da unten ist irgendwas. Ja, das wird. Ist wieder so eine Hütte drin. So ein Container. Achso, okay. Ja, dann. Kann mir irgendjemand sagen, warum zum Teufel wir so weit fahren müssen? Weiß es auch nicht. Jockel, dieser Lucky, der macht mir irgendwie Angst. Jemand stimmt mit dir nicht. Kurze Navigationspause. Weißt du, der dreht wohl nicht hin. Ja. Er verbietet uns auch zu funken. Oh. Das ist eine Navigationspause, sagt er. Hey, on a race? On a race, bro! On a race! Moment, hatte ich Angst, dass der Reif kaputt geht von denen. Verzeihung. Tut mir leid, Jockel hat gesagt, ich soll ein Rennen fahren mit euch. Ja, aber nicht so ein Boss, ich funk, Jockel. Ja, ich höre dich so bald über deinen Akku. Wie bitte? Verstehe ich nicht, wenn du nicht funkst. Aber bitte, funk nicht so viel. Hallo, wo sind wir? Hey. Ja, nee, ist alles okay, wir müssen nur nach Osten fahren. Oh, okay, wow.
Hello. We have an emergency. Was passiert? What kind of emergency? We can't drive anymore. Warum das? Ich mach nicht mehr. Weiß ich nicht. Bewegt sich nicht mehr. Kann uns vielleicht irgendwie. Ist nicht dein Ernst, oder? Don't move. Bewegt sich nicht mehr. Steig mal auf. Mach rückwärts. Rückwärtsgang rein. Drüber geredet. Ja, stoß mal an mit dem anderen. Interessanterweise können wir auch nicht mehr fahren übrigens. Okay. Okay, wie wär's, wenn wir uns für einen Moment sammeln und dann gucken, wie wir wegkommen, okay? Könnte ein langer Fußmarsch werden. Allerdings, ja. Was ist jetzt unser Ziel? Osten. Osten. Die westliche Basis. Ja, oh. Dann kommen wir direkt auf den Dom. Das ist circa die beste Idee, die wir uns hatten. Ja, das ist hier ein ziemlich bergiges Gelände. Das habe ich jetzt dummerweise nicht einkalkuliert. Ja, sieht aus wie... Wäre vielleicht besser gewesen, oder? Oh, hört ihr die Vögel zirpen? Hört ihr die Vögel zirpen? Ah, nee. Ich habe gerade Vögel gehört. Was zum Teufel, wo sind wir hier? Was stimmt da nicht? Vögel? Oh, doch, daraus. Ja, ne? Da gibt keinen Sinn. Ja, da gibt es so circa überhaupt gar keinen Sinn. Wie weit müssen wir circa laufen? Wenn das stimmt, was Dave gesagt hat, 1 Kilometer. Oh, wow. Okay. Ja, das wird Nacht. Da mal durchhalten. Hoffentlich empfangen die uns freundlich. Wer auch immer da ist. Und wann. Oh Gott, hoffentlich fängt nicht der verdammte Sturm an. Oh ja. Im Übrigen, guck mal. Relativ schnell kristallisiert sich raus, wer das schwächere Glied in der Gruppe ist. Schaut mal zurück. Ich glaube, David möchte beim Licht bleiben. Warte einfach. Oh. Es wird schon kalt. Wir hätten uns einfach in so einer Wetterbasis verschanzen sollen und Tee machen oder sowas. Ja, richtig. Wir trinken. David? Ich echt jetzt einen Tee trinken und Karten spielen. Ihr habt doch Karten dabei, oder? Moment, warte mal. Mein Funkgerät funktioniert nicht mehr. Oh doch. David? Ja, bitte. Warum bist du zurückgefallen? Ich habe vielleicht ein bisschen viel gegessen. Oh, ja. Das klingt logisch. Danke. You're welcome. Oh. Wir haben es gleich geschafft. Was bin ich? Dr. Van Dubenhoven. Hab's nicht so mit Sport. Verzeihung, ich bin übrigens Herr 1-2 Polizeiter Tütata. Meine Güte, wie lange müssen wir mit dir hochlaufen? Der steilste Berg, den ich jemals gesehen habe. Vielleicht hätten wir doch einen Helikopter benutzen sollen. Ja, wäre vielleicht einfacher gewesen. No. Ja, ich hab den Ding nicht getraut. Nur weil sie da gebounced hat. Ja. Und wir sind gleich auf der Spitze. Dann dürfen wir noch den ganzen Berg runterlaufen. Ja, hoffentlich sehen wir wenigstens was von da oben. Und? Schnee. Ganz viel Schnee. Wo soll da eine Basis sein? Man geht schnell runter. Hier hinten ist übrigens alles in Ordnung. Eure Rücken sind gedeckt. Das sagt man schön. Ich weiß ja, dass Deckung deine Stärke ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann Ihnen die Glocken nicht hören, deswegen muss ich die schlechten Witze machen. Guck da läuft einer auf uns zu. Oh, tatsächlich. Will er um Hilfe rufen? Ich hoffe es mal. Ja, jetzt.
Ja. Ist er weg? Ist er schnell, kann das sein? Hey, hier! Hier drüben! Hallo? Herren? Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwelche anderen Pläne. Also, läuft uns auf jeden Fall nicht entgegen. Rennt er weg? Vielleicht möchte er sich da im Graben runterstürzen. Hoffentlich nicht. Könnt ihr investigieren, was der gute Mann vorhat? Dann gehe ich mit Jockel schon mal in die Basis. Ja, sind dran. Er kommt zurück. Jockel, du weißt, warum ich mit dir alleine sein wollte. Wir müssen schneller sein als sie. Jockel? Jockel? Hey! Oh, eine große Basis auf jeden Fall. Hey, hörst du mich nicht? Jockel, hörst du mich nicht? Ja. Hi. Ich hab gesagt, du weißt, warum ich mit dir hier alleine sein möchte? Ja, natürlich. Wir müssen aufpassen. Ich glaube, die Jungs wollen uns in den Hinterhalt stellen. Ja, wir müssen zuerst da sein. Ja, richtig. Was nimmt denn David auch schon eine Waffe? Ich vertraue den einfach nicht. Ja, deswegen eine Waffe holen. Er kann sowieso nicht damit umgehen. Korrekt. Moment. Es fängt an zu regnen. Verdammte Scheiße. Kann nicht mehr laufen. Kann nicht mehr schnell laufen. Ich versuch aufzuklären, was los ist. Lucky Fatigue-Modus. Ja, ich auch. Okay. So verstanden. Ich werfe einen ersten Blick in die Station. Ich habe das Gefühl, die Station ist absolut verlassen. Bitte aufpassen, Jungs. Definitiv, die Station ist verlassen. Ich hab gerade sogar... Die Person flieht noch weiter. Okay, Verfolgung aufnehmen. Ach du liebe Zeit, Jockel. Ja. Ich komm zu dir. Jungs, hier sind auf jeden Fall Spuren. Irgendjemand hat Spuren hinterlassen. Lucky, ich hab den Kontakt zu dir verloren. Jockel, das ist ein Plate Carrier. 60 Grad, Dave. Und eine Uniform. Das hat mich gut getan. 65 Grad, ich korrigiere. Jungs, hier liegt die Ausrüstung von den Kollegen von uns möglicherweise. Daneben liegt ein Fass mit Öl und der Mann wurde verbrannt. Hier liegen nur noch die Überreste von den Typen. Kommt bitte schnell zur Station. Okay, ich breche die Folge ab. Ab sofort wird jede Person, die nicht zu uns gehört, als feindlich angesehen. Als potenziell zumindest. Bitte aufpassen, Jungs. So verstanden. Ja, hier vorne. Komm mit in das, sieht aus wie ein Flughafengebäude. Hinter dir. Alles klar. Aber es wird ganz schön dunkel hier. Zum Glück, ich hab Night Vision zum Glück derzeit. Ich hab das Gefühl, das Gebäude ist transparent von der Seite. Jo. Ah, mit einem offenen Essbereich nach draußen. Schön. Mhm. Ich möchte eine frische Luft denieren. Boah, ich sehe hier gar nichts drin. Okay. Moment, hier ist ein Feuerlöscher. Mehr ist hier nicht. Ich schau mir kurz das Dach an, okay? Wie wär's, wenn du denn schon mal den Außenbereich abklärst? Jo. Kurz vorher hat von euch noch jemand das komische Geräusch gerade gehört? Ja. Was war das, Mann? Was war das? Wo war das? Oh, übrigens, sie haben Camlights dabei. Ja, ist gut, ich sehe nämlich nichts. Jockel, kommst du gerade in das Gebäude rein? Nein. Ich bin bei einem Container. Oh Gott, hier ist jemand nackt! Oh shit, Jungs! Shit! Ich werde angegriffen! Hilfe! Nein! Dave?
Ja, ich bin hinter dir. Fuck, was passiert? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott, ich bin tot. Du bist tot. Ich bin tot.